Willst du ein Auslandssemester machen? Oder hast du dafür keine Zeit, möchtest aber trotzdem etwas von der Welt sehen? Hast du Spaß daran, neue Menschen und Kulturen kennenzulernen? Oder möchtest du deine Berufschancen verbessern? Dann ist dieses Video für dich. Das ist Tim. Tim ist 35 Jahre alt. Er arbeitet als Ingenieur in einem mittelständischen Unternehmen. Nach der Arbeit studiert er berufsbegleitend Maschinenbau an der Technischen Hochschule Georg Agricola. Und das ist Esra. Sie ist 23 Jahre alt und studiert Geotechnik an der THGA in Vollzeit. Auch die beiden wollen neue Auslandserfahrungen sammeln und den eigenen professionellen Horizont erweitern. Aber wohin soll es gehen? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Die THGA pflegt gute Beziehungen zu Hochschulen und Universitäten weltweit. Du kannst deinen Auslandsaufenthalt innerhalb der EU, zum Beispiel in Frankreich, Spanien oder Schweden, verbringen. Oder dich auch für ein ferneres Land entscheiden, zum Beispiel Russland, die Türkei oder Thailand. Du hast die Wahl. Zurück zu Tim. Da Tim berufstätig ist, kommt für ihn nur ein kürzerer Auslandsaufenthalt in Frage. Eine Summer School ist ein intensives Kurzzeitstudienprogramm mit zahlreichen Workshops und Seminaren. Sie bietet Tim eine hervorragende Möglichkeit, sein Studienfach zu vertiefen und dieses aus einem neuen Blickwinkel kennenzulernen. Und natürlich seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Während der Summer School kann Tim auch noch ein paar Leistungspunkte sammeln. Aber hier geht's nicht nur um das Studium, sondern auch um den Spaß. Dafür wird bei jeder Summer School ein breites Kulturprogramm mit Ausflügen, Veranstaltungen und Partys angeboten. Außerdem geht es ums Networking. Denn eine Summer School ist eine gute Gelegenheit, neue professionelle Kontakte zu knüpfen und berufliche Netzwerke auszubauen. Eine Summer School dauert in der Regel 1 bis 6 Wochen und findet meistens in der vorlesungsfreien Zeit statt. So lässt sie sich auch super mit einer Urlaubsreise kombinieren. Und wie sieht's mit einem längeren Auslandsaufenthalt aus? Studierende in Vollzeit, wie Esra, können auch ein paar Monate oder ein ganzes Semester im Ausland verbringen und dabei Leistungspunkte sammeln. Diese kann man unter bestimmten Voraussetzungen natürlich auch anrechnen lassen. Aber nicht nur Leistungspunkte zählen, denn du lernst ein anderes Land kennen, eine neue Kultur und neue Menschen. Du erweiterst deine Sprachkenntnisse. Du lernst, dich in neuen Lebenssituationen zurechtzufinden und selbstständig zu handeln. Dies ist deine Möglichkeit, dich persönlich weiterzuentwickeln. Das wird natürlich auch von deinem zukünftigen Arbeitgeber sehr gerne gesehen, da die Nachfrage an Arbeitskräften mit Auslandserfahrung in der globalisierten Welt ständig steigt. Mit so einem Auslandsaufenthalt schaffst du also einen enormen Mehrwert für deine berufliche Zukunft und erhöhst deine Einstellungschancen. Dafür stehen dir viele Wege offen, du musst dich nur trauen. Das Team des International Office an der THGA steht dir dabei sehr gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Also vereinbare jetzt einen Termin und lass dich beraten.